Wenn es etwas gibt, wofür Flensburg neben dem Bier und den Punkten für Autofahrer deutschlandweit bekannt ist, dann ist es Handball. Und ich sag mal so, ich werde heute Best Friend mit einem der besten Handballspieler. Ich bin unterwegs mit Holger Glandorf. Guten Tag. Das sind ganz schön viele Pokale. Wie viele sind von dir? Von diesen, das weiß ich gar nicht. Da vorne, auf jeden Fall den größeren, da waren zwei von mir. Wie lange bist du nicht mehr auf dem Platz? Im Büro bin ich seit August 2020. Wann kommt das Abschiedsspiel? Oh, das ist in der Planung, so viel darf ich verraten. Es juckt schon, oder? Ja, für das Spiel juckt es noch, aber sonst nicht. Muss ich. Nee. Hast du Lust auf eine Rikscha-Fahrt? Können wir gerne machen. Wow, aber ob ich da rein kann, das ist unser Gefährt. Bin mir nicht sicher. Aber da meinen wir doch. So, das passt. Ich muss rutschen. Ja, yeah, kein Problem. Wir müssen beide reinpassen. Das geht. Ich bin ja relativ schmal, aber nach oben hin. Aber ich finde es wichtig, dass die Fernsehzuschauer wissen, dass ich 1,81 bin, überdurchschnittlich groß. Du bist nur 1,95. Also ich bin gespannt. Wie lange bist du in Flensburg? Seit gekommen als Spieler 2011. Sommer 2011. Mein Arbeitskollege Hans sagt mir, du bist schon der beste deutsche Handballer aller Zeiten. Oh ja, Gott, naja, na, Quatsch. Naja, muss das realistisch einschätzen. Ich habe sicherlich einige Titel gewonnen und habe auch gute Spiele gemacht. Aber, Torrekorde. Ja, natürlich, viele, aber viele Pokale. Wichtig war immer Teamgefühl, Team-Spirit. Es gab sicherlich viele andere, die auch gut waren. Eigentlich habe ich Handball angefangen und habe das die ganze Zeit auch gemacht, weil ich einfach Spaß dran habe. Natürlich ist das nachher zu meinem Beruf geworden, aber was gibt es denn Schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen, damit auch sicherlich auch Geld zu verdienen. Aber eigentlich ist halt immer der Spaß im Vordergrund. Was zeigst du mir von dieser Stadt, was ich noch nie gesehen habe? Ich weiß nicht, ob du das schon noch nie gesehen hast, aber wir sind jetzt auf dem Weg zur Flens Arena, unsere Heimspielstätte, wo ich ein ganzes Jahrzehnt spielen durfte fast und wo eigentlich eine riesentolle Stimmung herrscht. Und wir hoffen natürlich jetzt nach Corona, dass wir die Halle wieder voll machen können und alle wieder diesen Flair, auch als Zuschauer, ich merke es jetzt auch selber als mal Zuschauer, wie toll das in der Halle ist zu stehen und die Mannschaft anzufeuern. Viele tolle Sachen erlebt, auch harte Niederlagen, muss man auch zugeben. Aber schon ein besonderer Ort für mich. Hier ist der Ort der größten Triumphe. Ja, auf jeden Fall. Aber man sieht, es gibt auch andere Veranstaltungen hier. Ja, hier ist ja unser Logenbereich für unsere Sponsoren und Sportsbar. Da können unsere Fans und Zuschauer was essen, trinken. Ja, da war ich schon mal. Da warst du schon mal, ja, trinken was. Ja, trinken, ja, gehört dazu. Da, wo sonst das Spielfeld ist, sind heute Messestände aufgebaut. Ja, es sieht echt anders aus. Ja, ungewohnt, ne? Der achte Mann, wieso? Ja, sieben Leute und der achte Mann sind unsere Zuschauer und Fans und hier hängen unsere, sag ich mal, unsere Legenden an der Wand. Und hoffe ich, dass ich auch irgendwann mal da hängen werde. Also nicht persönlich, aber als Bild. Kann ich dir einen Kaffee ausgeben an der Uni? Ja, gerne. Tobi, kannst du uns zur Uni-Mense fahren? Ja. Ich habe eine grüne Karte, mit der man umsonst Sachen kriegt in der Mense, wenn man vorher Geld drauf zahlt. Danke. Schwarzen Danke. Brot. Du bist in Flensburg gekommen und hängen geblieben. War es nur der Job? Oder Nein, wie gesagt, meine Familie fühlt sich ja super wohl. Und meine Familie kam ja natürlich mit. Und sie müssen natürlich auch hier in der Stadt und der Region einfach wohlfühlen. Und Flensburg ist jetzt unser Lebensmittelpunkt. Und sehr, sehr schön, gerade bei so einem Wetter. Ich glaube, die Mischung macht es. Also, du kannst viel erleben, wie hier in der Flens Arena. Du hast einen schönen Hafen, wie du sagst. Geiles Wetter, du hast Strände, wo du hingehen kannst, du hast eine schöne Innenstadt. Gerade wenn man Familie gründet, ich meine, Flensburg ist dafür Traumhaft. Kinder, Schulen, ja, wird super. Also, ja, das ist genau die perfekte Größe, finde ich. Das ist meine Meinung, wenn man gut leben kann, man kann was erleben, man kann aber auch Ruhe haben oder man fährt einfach raus in die Region, da gibt es so viele ruhige, schöne Ecken. Andere fahren hier hin zum Urlaub machen und wir dürfen hier leben und wohnen. Also, das ist schon was Tolles. Hast du zwei Söhne? Zwei Söhne, ja. Ah ja, das ist wirklich eine Handballdynastie. Ja, ich sag mal so, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, sie müssen keinen Handball spielen. Ich habe ihnen das echt offen gelassen. Ich fand nur gut, dass sie überhaupt was machen. Machen sie können. Handball? Ja, natürlich. Lässt sich vielleicht bei der Familie und auch hier in dieser Region, glaube ich, nicht
nicht vermeiden, dass man mit dem Hampa-Virus angesteckt wird. Ja. Wir müssen ja. Eine Zeit umrüsten. Okay. Okay, ich muss das zurückbringen. Ja, du machst das. Also ich setze mich schon mal rein, dann, okay. Dann können wir durchstarten. Ja. Tschüss. Hi, na? Meine Studierende sitzen noch ja, in der Sonne. Irgendwas machst du verkehrt. Du hast es wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil du irgendwie Profispieler bist. Ich habe nur online studiert, leider. Hast du ein Studium gemacht? Ja, ich habe Sportmanagement studiert. Ja, cool. Während neben dem Hampa-Feld sozusagen, aber nie Zeit gehabt, irgendwie so präsent zu sein. Die Erfahrung fehlt mir leider. Das ist schon ein schöner Standort. Ja, muss ich sagen. Also macht schon Spaß, mal aus Wasser zu gucken. Also, Holger, es war mir eine Ehre. Ich habe zu danken. Mein Kollege aus Gundersen hat mich ganz anders begrüßt heute Morgen beim Kaffee trinken. Also ja, erzählt, dass ich gleich zu dir hingehe. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dich auch in der Arena zu sein. Genau, das hoffe ich auch. Mach's gut. Vielen Dank, Holger. Ciao. Meine Arbeitskollegen werden so neidisch sein, dass Holger und ich jetzt beste Freunde sind. Ich glaube, das hat man im Interview gemerkt, dass wir jetzt so sind. Falls ihr Tickets oder irgendwas braucht, ich kann jetzt den Holger anrufen für euch. Also fährst du mich wieder zurück? Okay.